Schwupps, hatte ich ausgemacht. Dann hatte ich ein oder zwei Angelwürfe später den jungen Eisenkiefer am Haken. Haha. So. Genau, und jetzt muss ich ihn da irgendwo drauf touchen. Ja. Also. Das heißt, ich muss jetzt darüber. In die Halle der Forscher. Okay, falsche Richtung. Da lang. Also jedenfalls kann man da auch sehr schön angeln hier. Da. Da ist zum Beispiel keine leere Platte. Hier kann man was lesen. Ich suche jetzt so ein leeres Ding. Das müsste hier irgendwo sein. Da. Und da kann ich jetzt den Fisch ausstellen. So, draufklicken. Juhu. Gut. Und jetzt muss ich wieder zurück. Da, da. Ui, ein Widder. Der da hinten hat eine Quest, aber noch nicht für mich. Ich bin noch zu klein. Was ist denn das für einer? Wiederholer AG. Soll mit irgendjemand in Desolus reden? Na, das überlege ich mir noch, ob ich die Sachen mache, die die da von mir wollen. Apropos. Das hier sieht doch schwer nach Archäologie aus. Hm. Wie irgendwo ein Archäologielehrer ist? Hm. Ich weiß noch nicht genau, wo der ist. Da müsste ich mal eine Wache fragen. Fragen wir doch mal einen dieser netten Zwerge. Sind ja Freunde und Helfer, ne? Übrigens gibt es auch in Eisenschmiede einen Friseur. Okay, was wollte ich denn jetzt wissen? Für einen Beruf? Archäologie. In der Halle der Forscher, na siehste, da war ich doch gerade. Es ist mir auch gerade eingefallen, als ich diese ganzen Relikte gesehen habe und diese Ausstellungsstücke. Und dann dachte ich, Moment, kannst doch eigentlich auch noch Archäologie lernen. Da muss ich hier ums Eck. Dann schaue ich mal, wo der ist. Hier. Was geht euch durch den Kopf? Archäologie. Ja, damit. Gut. Mögen eure Reisen sicher sein. Hier sind auch ganz viele Bücher. Die lese ich gerade. Zack. Es gibt ja diesen Büchererfolg und hier gibt es irgendwie 7 oder 8 Bücher, von daher nehme ich die doch alle mit. Manche Bücher gibt es auch an mehreren Orten. Kann ja auch nicht jeder überall hin. Ich meine, kann man schon, ist nur sehr mühselig und langwierig. Jo, jetzt kann ich auch noch Archäologie. Wenn ich hier ein Stückchen vorgehe, kann ich auch wieder aufs Reittier. Dann gebe ich doch da drüben meine Angelquest ab. Hier meine Angelquest. Schön euch zu sehen. So. Da bekomme ich ein Plus bei der Angelfertigkeit und einen Sack voller Glitzerkram. Stimmt. Mit Sturmit habe ich die Angelquest ja auch schon mal gemacht. Fiel mir gerade bei Glitzerkram ein. Na, was gibt's denn? Na, nichts Tolles. Hier habe ich übrigens noch so einen Urahn besucht und wieder was bekommen. Ein Mondstein der Urahn. Hm. Okay. Mal schauen, ob ich eine Archäologie-Quest habe oder wie das überhaupt abgeht. Also dem muss ich noch 2 hochentwickelte Zielattrappen bringen. Ach, die muss ich nicht ihm bringen, sondern irgendeinem Ingi-Lehrer. Gut, dann kann ich das ja auch im Sturmwind tun. Fürs Mondfeuerwerk, da muss ich noch Sachen machen.
Habe ich da nicht auch irgendwo Raketenbündel gekriegt? Nee, habe ich mich wohl geirrt. Das könnte ich auch noch machen, bevor das Fest rum ist. Ach, wo gehen wir denn hin? Na, da durchs Mystikerviertel kann ich ja gehen. Jetzt gehe ich doch durch die Halle der Forscher. Egal. So rum oder so rum, irgendwann kommt man ans Ziel. Das ist ja die Hauptsache. Was war denn das? Was ist das schon? Ja, hier ist Zünder für Feuerwerk, aber ich brauche ja noch Zeug. Hihi. War denn die Party? Oder ist die schon rum? Nee, Mondfest haben wir noch eine Weile. Wo sehe ich jetzt nur die Zünder? Ah, ich glaube, das ist doch da drüben. Also, Zurückmarsch, Marsch, nochmal durchs düstere Viertel und rüber ins Magierviertel. Da müssten eigentlich mehr sein. Da, geht doch. Hier. Da ist ein Verkäufer. Da ist ein Urahne. Den laber ich jetzt. So, okay. Jetzt gibt es wieder einen Umschlag. Jo. Was muss ich denn jetzt tun? Ich soll 8 Raketen abfeuern und 2 Raketenbündel. Gut, kriegen wir hin. 2 Raketenbündel. Und 8 Raketen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, ein starkes Getränk. Leuchtendes. Habe ich denn jetzt genug Sachen bei? Das sind 2. Okay. Oh. Ja, das war jetzt ja blöd. Jetzt kann ich mir die hier alle reinziehen, oder was? Vielleicht hätte ich mir doch nicht verschiedene Farben kaufen sollen, aber ich wollte es halt bunt. Okay, Test. Zack. Juhu! Und noch eins. Yeah. Ah, da kann man die Raketen abfeuern. Cool. Von der Farbe sehe ich jetzt hier keinen großen Unterschied. Sind wir hier. Bäm. Nö. Das verraucht sich nur irgendwo. Schade. Es gibt ja so ganz cooles Feuerwerk wie das vom Dunkelmondjammer. Das sieht richtig stark aus. Das ist ja so in den Farben vom Dunkelmondjammer gehalten. Ah. Kommt eine Mondfesteinladung. Wo ist die denn? Okay. Ich denke, ich habe eine Einladung gekriegt. Oh. Habe ich sie in der Bank verbummelt? Keine Ahnung. Ach, da ist sie ja. Habe ich übersehen. So. Dann probieren wir das doch gerade mal aus. Gehe ich hier ins Mondlicht. Und lass mich teleportieren. Umkämpftes Territorium. Ist ja auch irgend so ein Ahne? Nee, ist nur ein ganz großer, der mich bestimmt gleich killt. Ja, die sind alle viel zu klein. Der lacht schon mal dreckig. Toll! Wo bin ich denn hier? Ah! Da drüben muss ich hin. Okay. Ein Rehlein.
Kann auch sein, dass ein NPC gerade dreckig gelacht hat, irgendein Ork oder so. Das hier ist die Mondlichtung. Oh, wie putzig. Eine Waldmotte. Der Nachthafen. Hier sind auf jeden Fall irgendwelche Lampions. So. Da ist immer die Party oder was? Da muss ich jedenfalls hin. Und schnell meine Quest abgeben, bevor mich einer kidnappt. Was will der noch? Ich sehe mich nur mal um. Oh, was gibt's denn hier alles? Münz der Un Urahn. Der Unahn, jo. Habe ich überhaupt welche? Ach, da, ja, 9 Stück. Kann ich mir irgendwas kaufen? Die Blumenskerze. Oh, ein Feuerwerk ab. Schießen. Oh, ein grünes Festtagskleid. Da gibt es doch irgendwelche Quests. Da gucke ich mal nach. Nicht Quests, Erfolge. Weltereignis, Mondfest. 10 Münzen könnte ich noch schaffen. Ah, ich soll einen festlichen Hosenanzug oder ein festliches Kleid kaufen. Gut. Okay. Da in der Nassus, den habe ich noch nicht, den mache ich vielleicht noch. Gut. Also was soll ich kaufen? Einen festlichen Hosenanzug oder ein festliches Kleid? Na, zeig hier. Oh, Hosenanzüge. Wie sehen die denn aus? Okay. Nee, da muss der Wappenrock weg. Das geht ja gar nicht. Zeig ich nochmal. So. Und nochmal. Schwupps. Mit Rot. Und der? Ninja-Style. Und der da? Oh, der ist schick. Wow, ein lila Kleidchen. Ein rosa Kleidchen. Und ein grünes Kleidchen. Was nehmen wir denn? Lila finde ich ja schick, aber da oben das Orange. Nee, nochmal grün zeigen. Und rosa. Rosa ist, So, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Lila oder grün? Weiß nicht. Ich nehme mal das Grüne. Mondlaterne. Oh, ein Begleiter. 50 Münzen, nee, ist klar. Gut, dann kaufe ich mir das da. Juhu, Erfolg. Prima. Und wie komme ich jetzt nach Hause? Ist doch bestimmt irgendwo ein Flugmeister. Da flattert wer. Das ist aber bestimmt nicht der Flugmeister. Eine Elite. Da! Wunderbar. Und wo schicken die mich jetzt hin? Da. Donnerfels? Nö. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn anquatsch. Ihr seid kein Druide. Entschuldigung. Oh. Können hier nur Druiden wegfliegen? Doof. Dann muss ich mir was anderes suchen. Was ist das denn? Ja, klar. Dafür bin ich eh zu klein. Deswegen kann ich die Quest ja schon mal knicken. Da geht es um einen Schlachtzug, um irgend so ein Viech zu besiegen. Nee, nee. Wo gehen wir denn jetzt lang? Ist ja blöd, dass es hier keinen Rückbeamer gibt. Obwohl,
Flugmeister dauert es auch ziemlich lange. Ich schau mal, weil wir sind ja in Kalimdor. Oh, was ist das denn? Da, ein Archäologiegebiet. Schick. Das sind aber zu viele Hordler, da traue ich mich nicht. Ah, guck mal, hier oben habe ich ja schon eine Quest. Desolis. Könnten wir uns mal überlegen, ob wir das nehmen oder ob wir da hingehen. Also wenn ich jetzt einen Flugmeister finde. Okay, das ist Horde. Dann weiß ich noch gar nicht, wo ich hinfliege. Mal schauen. Geht's denn da oben hin? Ins nächste Land, so wie es aussieht. Oder? Sind da welche? Oh, Teufelswald. Nee, lieber nicht. Den Teufelswald bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen klein. Oh, ich weiß es nicht. Müsste ich mal spicken. Teufelswald? Oh, ja gut, bald. Könnte ich jetzt theoretisch auch hin. Aber ich will ja nach Tanaris. Wenn ich jetzt nicht bald einen Flugmeister finde, dann mach schon Ruhestand. Aber so kann ich hier auch mal die Gegend entdecken. Ah, wie wär's denn hiermit? Oder? Da! Ist er doch. Und sagt kein Wort. Hey, was macht der hier? Ist doch mein Flugmeister. Huch, wo könnte ich denn da hin? Ach, warte. Ich fliege gerade mal darüber. Und dann ehre ich noch den einen Obermacker da. Dann habe ich das nämlich auch gemacht. So, dann geht's von hier darüber. Und hier sind Archäologiegebiete. Aber vor Sturmwind ist bestimmt auch was. Schauen wir mal nach. Oh, hier oben ist was los. Auch bei Sturmwind eigentlich nicht so. Mehr hier so. Was ist das denn? Ödland. Und wie hoch ist Ödland? Ödland. Das ist Arati. Da bin ich auch schon groß hier. Na, nochmal eins zurück. Ödland. Oh, 44 bis 48. Da könnte ich sogar mal hinjumpen und euch zeigen, wie das mit der Archäologie funktioniert. Ja, bietet sich an. Oder hier irgendwo, das ist da unten. Da könnte ich hier hinfliegen. Wäre auch eine Möglichkeit. Können wir ja dann sehen. Oh, hier ist Nebelrand. Ist das nicht hübsch hier? Oh, jetzt geht's direkt von hier rüber auf die Insel. Hey. Ach, ist das schön, das Meer zu gleiten. Ja, und von Danassos aus kann ich ja dann nach Sturmwind fahren. Da komme ich ja dann im Hafen an. Da sind auch gleich schon ein paar Boote zu sehen. Vielleicht habe ich ja Glück und der Urahne ist hier in der Nähe vom Hafen. Hier sieht man schön die zwei Boote und die zwei Anlegestellen. So. Okay.
Ich sehe hier immer noch kein Grundfesttechnisch. Dann gehe ich hier durch. Ah, ich nochmal zurück. Wo könnte der denn sein? Der Urahne. Wer weiß, wer weiß. Hier ist schon mal ein Heldenaufruf. Aha, Teufelswald. Ja, das haben wir ja auch gesehen, dass es eventuell funktioniert. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Entweder da hinten, wo die eigentlich immer sind, wenn irgendwelche Feste sind. Also da oben. Also hier ist es ganz schön, dass man die ganzen Handwerksberufe so auf einem Haufen hat. Das ist alles hier hinten in diesem Viertel. Da, Terrasse der Handwerker. So. Dann gehe ich mal da hinten schauen, ob da jemand ist. Oh, sehe mal keinen. Mist. Vertan. Hier vorne sind meistens so die Eventsachen. Kann der sich denn rumtreiben? Da stand doch da Nassus, oder? Nicht Exo da. Oder es ist ein Tempel. Ich gehe jetzt mal nachschauen und dann sage ich euch später Bescheid.